Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 15. So, wir sitzen hier mit dem Kindi-Dindi hier und das ist nur am Weinen. Entschuldige dich bei den Pilgern, summe ein Lied. Wiege das Kind, geh spazieren. Summe ein Lied, komm. Tut mir leid. Er muss sich immer erst müde schreien, bevor er einschläft. Du wirst später eine starke Stimme haben, mein Schatz. Habt ihr Kinder? Verstehe sie nicht. Ist das eine deutsche Sprache? Ach, das sind die Deutschen. Ah, die Deutschen wieder hier. Bereits hier für alle Pilger, die hier durchkommen. Das habe ich schon versucht. Keiner hat von Jack gehört. Ach so, ja, hätte ja sein können. Wir gehen mal am Flussufer entlang. Sicherer, finde ich. Die Stadt wurde Brückenrechte gewährt. Alle Pilger müssen hier durch. Zur Freude der örtlichen Händler. Oh, natürlich. Blinde Frau. Lieber Gott, was macht ihr da? Kommt aus dem Wasser. Es ist eiskalt. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Lieber Gott, sei mir gnädig. Die arme Frau. Vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen. Die meisten Pilger bleiben nahe der Quelle im Ort. Ich dachte, am Fluss wäre es ruhiger. Jetzt mache ich hier den ganzen Lärm. Wo bist du? Suche nach dem Ring. Wo bist du hin? Suche nach dem Ring. Suche nach dem Ring. Kann man damit was zu? Da ist er doch, der Ring. Guck mal, da blitzt es doch. Hat sie ihn jetzt eingesteckt? Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Ja, den geben wir ihr natürlich. Komm. Ich habe ihn gefunden. Ja. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein guter Mensch. So voller Güte. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich sehe, dass dieser Ring euch sehr viel bedeutet. Er war ein Geschenk meiner Stiefmutter. Sie dachte, ich würde ewig bleiben, aber das tat ich nicht. Wird euch jetzt wärmer? Ja, ich danke euch. Wow.
Warum seid ihr gegangen? Oh, ich dachte, ich gehörte nicht dazu. Sie sagte immer, ich sei ihre Tochter, aber ich war mir sicher, dass sie log. Ich war so selbstsüchtig und so dumm. Zu dumm, um zu sehen, dass ich eigentlich glücklich war. Vielleicht wart ihr wirklich nicht glücklich. Ich weiß es nicht. Ich war sehr jung und dachte, ich sei unglücklich, weil ich nicht nahe genug am Meer lebte. Aber am Ende liebte das Meer mich nicht genauso. Die Kälte dort machte mich krank. Sie nahm mir das Augenlicht. Warum seid ihr nicht zurückgegangen? Sie war so zornig, als ich ging. So zornig und enttäuscht. Sie hätte mich nie wieder aufgenommen. Deshalb seid ihr auf Pilgerfahrt gegangen? Ja, damit St. Jakob meine Frömmigkeit sieht und ich mit meiner Mutter im Himmel vereint werde. Ich bin nicht so gut wie ihr. Ganz und gar nicht. Ihr seid zu hart zu euch selbst. Ich weiß nicht. Auch ich versuche, etwas wieder gut zu machen. Bei dem Mann, den ich am meisten liebte. Ich habe gehört, er sei nach Santiago de Compostela gegangen. Ihr werdet es bald wissen. Nicht bald genug. Es sind noch 4 Wochen bis zum Ziel. Er wird dort sein. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich habe nur das Gefühl... Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn mit jedem neuen Tag ein Stückchen mehr verlieren. Und dass das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, nicht Liebe ist, sondern Vergebung. Ich verstehe. Still, Kleine. Bald ist unsere Reise zu Ende. Camino de Santiago. Der Jakobsweg, El Camino de Santiago, ist eine christliche Pilgerfahrt zur Kathedrale von Santiago de Compostela, wo, so sagt man, die Gebeine des Apostels Jakobus, den Älteren, aufbewahrt werden. Dieses Pilgerziel ist neben Jerusalem und Rom eines der wichtigsten des Christentums und das einzige, so sagt man, das einen Pilger von seinen Sünden befreien kann. Im 12. Jahrhundert ist der Pilgerweg gut ausgebaut. Es gibt sogar einen Reiseführer, den Codex Calixtinus, der Pilger auf ihre Reise vorbereitet. Die Jakobsmuschel ist ein Symbol, das den Pilgern den Weg weist und für den Jakobsweg steht. Denn am Ende der Reise haben die Pilger beinahe das Meer erreicht. Der Name der Frau war Alba. Sie kam aus einer kleinen Stadt irgendwo in Katalonien. Ich gewöhnte mich bald daran, dass sie ständig nach dem Ring ihrer Stiefmutter tastete und an den Ausdruck der Schuld in ihren trüben Augen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Gesellschaft zusagte, aber ich konnte sie auch nicht allein weiterziehen lassen. Als wir Los Arcos erreichten, hatte sie aufgehört zu reden, während ich dann und wann ein freundliches Wort fallen ließ, um ihr zu zeigen, dass ich noch bei ihr war. Alba hielt sich selbst für schwach an Körper und Geist, und doch ging sie den Jakobsweg mit einer großen Zielstrebigkeit, die sie vorantrieb. Ich machte mir Gedanken über das, was ich ihr über meine eigene Reise erzählt hatte. Hoffte ich auf Liebe? Oder tat ich diese Reise nur, weil ich Vergebung von ihm erhoffte? Aber was gab es da zu vergeben? Meinen Entschluss, Alfred zu heiraten, hatte ich für die Menschen von Shiring getroffen. Es war ein Opfer, das ich hatte bringen müssen, um die Schreckensherrschaft von William Hamley zu brechen. Diese Fragen verfolgten mich jetzt schon lange Zeit. Aber wenn ich wirklich bald Jack sehen würde, war es Zeit, mich zu entscheiden.
Bei Leon begann der Weg, sich langsam aufwärts zu winden. Es waren nur noch 2 Wochen, bis wir Santiago erreichen würden. Das Baby war guter Dinge. Und Alba überraschenderweise ebenfalls. Hinter Astorga wurde der Weg schwieriger. Alba wurde immer langsamer und wir mussten mehr Pausen einlegen. Sie wurde wieder still. Die Belastung zehrte an ihr und sie machte sich Sorgen, dass sie das Ende des Weges vielleicht nicht erreichen würde. Dennoch kamen wir Stück um Stück weiter. Am nächsten Morgen konnte Alba nicht aufstehen. Ihr Atem ging erschreckend flach und sie bemerkte kaum, wie ich ihr die Hand auf die Stirn legte. Alles tut weh, sagte sie, und ich solle ohne sie weitergehen. Nein, wir bleiben bei ihr. Natürlich blieb ich bei ihr. Ich brachte ihr zu essen und zu trinken und saß an ihrer Seite. Aber ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie drängte mich immer noch weiterzugehen, Jack zu finden, bevor er Santiago vielleicht verlassen hatte. Die Mönche von Ponferrade würden sich um sie kümmern. Nein, wir bleiben weiter. Ich hatte sie kaum gekannt und die meiste Zeit hatte sie versucht, mich fortzustoßen. Als ob sie sich für eine Last hielt, die mich behinderte und keine Gesellschaft verdient. Erst wenige Augenblicke, bevor sie starb, lächelte sie mich zum ersten Mal an. Und ich hoffe, dass sie merkte, dass ich zurücklächelte. Ich hoffe, dass sie an diesem fremden Ort, sterbend neben einer fremden Frau, einen Augenblick des inneren Friedens gefunden hatte. Aber sie hatte Santiago nicht erreicht. Als ich ging, verfolgte mich dieser Gedanke weiter. Zu sehen, dass eine Reise ein so plötzliches Ende finden konnte. Aber was hätte sich geändert, wenn sie Santiago erreicht hätte? Wäre sie nicht einfach enttäuscht gewesen von dem, was sie dort vorgefunden hätte? Weil es nicht das gewesen wäre, was sie erwartet hatte? Traurig. Nach einem Monat auf dem Jakobsweg. Nach Monaten anstrengender Reise erreichten das Kind und ich schließlich Santiago de Compostela. Am Abend besuchten wir die Messe in der großen Kathedrale. Dann begannen wir die Stadt nach Jack abzusuchen. Es war fast schon Morgen, als ein Priester mich schließlich auf ein nahegelegenes Gasthaus verwies. Naja, Jack kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass es nicht sein Kind ist. Die sieht aus wie Meg. Die hier. Dann gehen wir zur Wirtin. Buenos dias. Versteht ihr mich? Siento choben, pero no tenemos camas disponibles. Nein, ich brauche kein Zimmer. Mir wurde gesagt, ein Freund von mir war hier vor einiger Zeit. Ein rothaariger Engländer namens Jack. Erinnert ihr euch an ihn? Eu sou cefalo en galego, miña rula. Français? Englisch? Ich suche nach einem Mann, der viel liest. El ojo anda siempre con libro en riba. Habt ihr so jemanden gesehen? Pero, ¿por qué llevas un libro en riba? Basta escangallar con peso. Sie versteht nicht mal, dass ich nach einem Menschen suche. Die Amores vielleicht? Sie versteht nicht mal, dass ich nach einem Menschen suche. Dann gehen wir ins Gasthaus einfach rein. Fertig. Ich komme nicht rein. Vielleicht so? Mit dem Kind?
Ecco, Usinia. Ecce Rubio. Sì, ein Rotschopf. Habt ihr seinen Vater gesehen? Padre del Niño? Jack Bilder? Ben sendo un peregrino? Was? È un peregrino? Oh, no, no. Er ist kein Pilger. Enton, ¿quién ben sendo? Mein Gott, Hund, ey. Mach Platz jetzt. Was geht mit dir gerade? Er macht dir voll Terz. Er ist ein Steinmetz. Ay, mal rayo, me partas, entiendo que me estás a contar. Gibt es jemanden im Gasthaus, der übersetzen kann? Nena, que te merque, que te entenda. Ein Übersetzer, ein Gast. Ahora mismo están todos a dormir. Casi te diría que volvas mañana por la mañana. Lasst mich euch etwas zeigen. Die Kirche könnte sie doch zeigen, oder? Er baut solche Dinge. Ein Steinmetz. Ein Mason. Ah, ecce Mason. Albanel. Sí, sí, ein Mason. Das muss es sein. Por aquí pasan unha morea de masons. Non me poderías dicir algo máis sobre el? Oín falar dun masón que diz que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Ya, Jack. Habt ihr ihn gesehen? Non sei cal será o seu apelido, pero... Ben é certo que non chai moitos masons rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo. Dass ihr meinen Jack gesehen habt, dann ist es nicht hier. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Di que o teu Jack podría estar en Toledo. Also gut, dann werde ich nach Toledo gehen. Schon wieder waren wir doch, oder? Ich hoffe nur, dass ich euch richtig verstanden habe. Toledo, ich... Nee, das war was anderes. Ungefähr einen Monat nach Abreise aus Compostela. Meine Jüdene, ey. Toledo! Buen día. Parlez-vous français? Englisch? Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Man sagte mir, ein Mann namens Jack Bilder wohne in diesem Haus. Wer hat euch das gesagt? Eine Gruppe von Gelehrten, die am Rande der Stadt leben. Sie sagten, er habe alte Schriften über Mathematik übersetzt, bevor er hier eingezogen sei. Bitte wartet hier. Ich werde mit Meister Rashid sprechen. Jetzt bin ich mal gleich gespannt auf das Wiedersehen, ey. Was für ein wunderbarer Brunnen, fast wie eine richtige Quelle. So groß und hell, nicht wie die Häuser zu Hause. Erinnert mich an den Kreuzgang in Kingsbridge, nur dass sie hier die Sonne abhalten und nicht den Regen. Huch, guck mal, wie süß. Wirf einen Blick hinein. Natürlich!
Bleib draußen, geh hinein. Oh. Nee, dann bleiben wir lieber draußen. Nicht, dass wir nachher irgendwie was kaputt machen und dann... Ne? Irgendwas passiert. Ich traue dem Spiel nicht mehr, was das angeht. Ein weiterer Spitzbogen. Habt unterwegs schon ein paar gesehen. Bitte lasst Jack hier sein. Muss ich jetzt... Das Problem ist jetzt, muss ich jetzt warten? Oder... Wir warten jetzt mal. Ach, der Kleine. Oh. Ein kleines Muckelchen hier. Also irgendwie passiert hier nichts. Ich gehe jetzt doch rein. Geh hinein. Die Schleuder. Das ist seine. Sie klaut erstmal hier. Eselapparatur. Ach, mehr kann sie hier nicht anfangen. Oh, oh. Oh, da seid ihr. Darf ich fragen, wer euch hier reingelassen hat? Man hat mich gebeten, hier zu warten. Wer seid ihr? Ich suche nach jemanden. Man hat mich gebeten, zu warten. Man hat mich gebeten, hier zu warten. Ja, das hat mein Diener mir schon gesagt. Mein Vater ist derzeit nicht hier. Daher werdet ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen. Leider muss ich euch enttäuschen. In diesem Haus wohnt niemand namens Jack. Sie lügt doch! Vielleicht hat er ja seinen Namen geändert. Verzeiht, aber das ist nicht leicht. Für keinen von uns. Ihr solltet wissen, dass Jack und ich einander versprochen sind. Vielleicht sollten wir hineingehen. Die Sonne brennt und meine Mutter braucht uns nicht zu hören. Ihre Mutter? Wo sind die? Jack hat mir von euch erzählt. Ihr seid Aliena. Ihr seid die, die ihn abgewiesen und seinen Stiefbruder geheiratet hat. Und jetzt wollt ihr ihn zurück. Ich bin hier, weil ich ihn liebe. Ich werde ihn euch nicht wegnehmen. Mein Sohn soll seinen Vater kennenlernen. Mein Sohn soll seinen Vater kennenlernen. Seinen Vater? Der Kleine ist Jacks Sohn? Ja, sieht man. Das ist er. Er sagte immer, er sei hierher gekommen, um etwas über seine Herkunft zu erfahren. Stattdessen fand er alles Mögliche heraus. Über Philosophie, Mathematik. Als mein Vater und er sich trafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie studierten zusammen und machten große Pläne. Aber am Ende fing Jack immer wieder an, von seiner Kathedrale zu reden. Der großen Kirche, die er eines Tages bauen würde. Rippengewölbe und Spitzbogenfenster. Er konnte sich stundenlang darüber auslassen und zu dieser Decke hochstarren. Wir drei saßen stundenlang hier und redeten. Und am Abend waren es dann immer nur wir zwei. So viele seltsame Ideen über die Zukunft. Einige kaum mehr als Blütenträume, andere fast in Reichweite.
Ihr sprecht von ihm, als sei er fortgegangen. Nun ja, er ist nicht mehr hier. Hä? Mein Vater hat ihm Arbeit als Baumeister hier in Toledo angeboten. Er wäre wohlhabend geworden und imstande gewesen, seine Abende unter solchen Gewölben zu verbringen. Mit mir als seiner Frau. Aber am Ende wollte er das nicht. Sagt mir, habt ihr wirklich seinen Stiefbruder geheiratet? Es war ein Fehler. Das weiß ich jetzt. Selbst wenn ich es getan habe, um ein Versprechen meinem Vater gegenüber zu erfüllen. Ich dachte, ich hätte keine Wahl. Ich wollte ihm nicht wehtun. Glaubt mir. Ich glaube euch. Wisst ihr, er hat mich euretwillen verlassen. Was? Selbst nach allem, was ihr ihm angetan hattet, konnte er euch nicht loslassen. Ihr könnt so froh sein, dass ihr mich getroffen habt und nicht meine Mutter. Sie war so wütend, als er ging. Er kann diese Wirkung auf Menschen haben. Aber davon abgesehen, haben wir unseren Frieden mit ihm gemacht. Vater gab ihm sogar eines seiner liebsten Stücke als Abschiedsgeschenk. Eine kleine Holzstatue mit Augen aus Stein, im Tausch gegen seine Schleuder. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Er wollte nach Paris, um an der Kathedrale Saint-Denis zu arbeiten. Ach nö! Er sagte, er hätte nie die Wahrheit über seinen Vater herausgefunden. Deshalb gäbe es keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Paris? Ja. Wenn ihr ihn dort findet, sagt ihm, ich vermisse ihn nicht. Das alles tut mir so leid. Das braucht es nicht. Wie heißt das Kind eigentlich? Er hat noch keinen Namen. Ich wollte ihn nicht ohne Jack taufen. Ist das nicht ein bisschen albern? Vielleicht. Aber er ist ebenso sein Sohn wie meiner. Er hat ein Recht mitzubestimmen. Dann auf nach Paris mit euch. Das Baby braucht einen Namen. Er wird einen bekommen. Danke. Tja, Leute, das war das Problem damals, wo es noch, als noch keine Handys gab. Ach, jetzt den ganzen Weg wieder zu... Auch mein Schürchen. Ich habe diese kleinen Söckchen an und die rutschen mir immer an der Hacke runter. Ich reiste den Jakobsweg zurück über Astorga, León und Burgos. Ich überquerte die Pyrenäen, kam wieder nach Bordeaux, Angoulême und Poitiers, aber blieb nie länger als eine Nacht. Je näher ich Paris kam, umso stärker kehrten meine alten Zweifel und Ängste zurück. Wäre Jack wirklich dort? Was würde ich ihm sagen? Ich würde ihn fest an mich drücken. Ich war sicher, ich würde ihn ohrfeigen. Wir würden uns hinsetzen und reden müssen. Ich würde ihn fest an mich drücken. Ich würde ihn sehr, sehr fest an mich drücken und mir wünschen, dass alle Wunden so schnell heilen würden, wie es möglich war. Kapitel 15 geht ziemlich lang, ne? Nochmal 3 Monate später. Ich sag doch, das Kind ist bald ein Jahr alt. Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, aber Paris. War ich auch noch nicht. Die Kathedrale von Saint-Denis. Keine Ahnung. Da waren wir doch schon. Ach, der Typ hier. Ich hab grad gedacht, das wäre wieder der William. Die sollte mal hier nach oben gehen. Jetzt habe ich die Steinschleuder ja doch mitgenommen, ne? Check. Da ist er doch.
wenn ich Jack nicht erkenne? Was, wenn er mich nicht sehen will? Auch die erkennt den. Das ist er! Geh da dran! Das ist er jedoch! Buntes Licht. Aber. Sind wir aufgewacht? Du hättest das fast verpasst. Die Stimme. Schau, die bunten Fenster. Schau mal das Licht. Ja. Ellie. Wir haben nach dir gesucht, Jack. Wir? Ist das... Er ist dein Sohn. Mein Sohn. Es tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Wohin sollen wir jetzt gehen, Ellie? Wohin wir auch gehen. Ich will mit dir gehen. Willst du mich heiraten? Ihr beide. Ja, wir wollen. Das ging jetzt zwar ein bisschen schnell, aber... Wir blieben in Paris. Als Mann und Frau. Schön. Mit unserem Sohn. Tommy. Die Tage flogen dahin. Jack hatte viel gelernt als Baumeister in Saint-Denis. Tage wurden zu Monaten. Nach einem Jahr wurden wir beide unruhig. Wohin sollen wir jetzt gehen, fragten wir uns erneut. Wir beide gestanden, dass wir unsere Familie sehen wollten, unsere Freunde. Und dann wussten wir, wohin wir gehen wollten. Nach Hause. Selbst wenn es in Trümmern lag. Hafen von Cherbourg. Oh, ich habe echt Probleme. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff nach England legt bald ab. Was geht hier vor? Was es auch sein mag. Wenn die Menge sich nicht auflöst, verpassen wir unser Schiff. So, ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.